Ein weiterer Tagesausflug führt uns von unserem Hotel in östlicher Richtung vorbei an der Stadt Salalah zu den Quellen von Ain Rasat am Fuße des Kara-Gebirges. Noch ein Stück weiter östlich liegt hinter der Abbruchkante der Berge das malerische Wadi Darbat. Unterwegs überrascht uns wie am Vortag zunächst eine Begegnung mit Kamelen. Bald erreichen wir das malerische Idyll der Quellen von Ain Rasat, wo aus einer Vielzahl von Felsspalten das in der Monsunzeit herabgeregnete Wasser strömt, das im porösen Kalkstein wie in einem Schwamm gespeichert wurde. Nach dem Besuch der Quellen locken die riesigen afrikanischen Tulpenbäume des naheliegenden Parks und laden zu einer beschaulichen Pause ein. Ein weiterer Abstecher führt uns in das Kara-Gebirge, wo wir auf einer staubigen Piste die gewaltige Abbruchkante zur Küstenebene aufsuchen wollen. Während der sommerlichen Regenzeit, von der nur der äußerste Süden Omans betroffen ist, strömen hier gewaltige Wassermassen durch ein im Frühjahr knochentrockenes Flussbett. Schließlich erreichen wir die Steilstufe, die sich im August in einen riesigen Wasserfall verwandelt. Während der Monsunzeit von anderen Reisenden aufgenommene Fotos verdeutlichen, wie sich das Landschaftsbild durch die Regenfälle verändert. Nur einige Kilometer weiter erreichen wir das Wadi Darbat, ein von Kalksteinbergen umgebenes Hochplateau mit immergrünen Pflanzen und ganzjährigen Wasservorkommen.
Am Nachmittag verbleiben uns noch einige genussreiche und freudvolle Stunden in der schönen Umgebung unseres Hotels.